In Baden sind wir heute bei Bodymed im Juli 2019. Ja, wir sind in Jöhlingen, das ist im Walzbachtal. Hier ist Dr. Joachim Nees, ich grüße dich herzlich. Ja, grüß dich auch. Ja, du bist, ich sag mal jetzt Ernährungsmediziner, kann man das so sagen? Ja, kann man fast schon so sagen. Ja, genau. Ich bin Allgemeinmediziner, ja. Sportmediziner, klinische Geriatrie, Palliativmedizin, noch so ein paar Dinge. Bin also schon lange Herzgruppenarzt. Die Gewichtsreduktion nach Bodymed mache ich seit 20 Jahren, Leberfasten seit 2011, 12 und ich mache sehr viel Prävention und Rehabilitation in meiner Praxis. Du bist die Inhaberin des Bodymed-Centers, so muss man sagen? Genau, richtig, ja. Machst das und was ein Center ist, ein Bodymed-Center, werden wir gleich mal kurz erklären. Ihr habt Hunderte, wenn nicht Tausende von Patienten bereits schon behandelt. Seit 6 Wochen bin ich jetzt dabei, wobei ich die ersten 14 Tage Leberfasten gemacht habe und jetzt halt dann seit 4 Wochen in der Reduktionsphase, das heißt weiter abnehmen. Es gab vor wenigen Wochen einen Zeitpunkt, da bist du keine 10 Stufen hochgekommen, oder? Das ist richtig. Mit dem Gewicht auf dem Bauch oder mit diesem Bauchvorhang einmal Treppe hoch und dann ist die Luft weggeblieben. Ja. Und Energielevel war eigentlich dann schon wieder auf Null. Sondern du hast sagenhafte 5 cm Bauchumfang verloren. Genau. Mir ging es eigentlich hauptsächlich um meine Gesundheit, dass ich einfach mal was Gutes für meinen Körper tue und bin eigentlich auf das Leberfasten durch den Dr. Joachim Nees gekommen, was auch Freunde von meinem Mann und mir ist. Auch die Kerstin ist eine Freundin von mir und ja. Dann hatten wir eigentlich sehr, sehr viel Information und haben uns dazu entschlossen, das Leberfasten durchzuziehen. Ja, wir zeigen mal kurz einen Chart, bevor wir hochgehen. Joachim, wenn man das so ein bisschen sieht, das war nur das Leberfasten. Das war natürlich nicht nur das Leberfasten, das waren die ersten 14 Tage Leberfasten, ja. Wo die ersten 6 Kilo und 6 cm Bauchumfang circa runtergingen. Und jetzt macht er im Bodymed Ernährungskonzept weiter, auch mit Mahlzeitenersatz. Also genau, wenn du mal gerade den nächsten Chart. Das sind jetzt 6 Wochen. Das Startgewicht war denn, ich guck mal gerade, 135,9, kommend von 141, irgendwas. Jawohl. Ungefähr. Und jetzt sind wir bei? Jetzt sind wir schon bei 130 circa und auch schon bei minus 12 cm Bauchumfang. Nach 6 Wochen insgesamt. Ja, wir sind nämlich hier vorne, hier steht es, nämlich im Haus der Gesundheit und gehen am besten mal kurz rein. Hier vorne ist eine kleine Bäckerei mit drin. Da hinten ist deine Praxis mit Aufzug. Da ist sie, ein Starterpaket zum Thema Leberfasten. Das ist nämlich die ganze Nahrung drin für 14 Tage. Leg sie bitte nochmal hin, mach sie mal auf. Da sind 3 ganz große Dosen drin. Ja, da sind Nährstoffe drin. Das ist ganz hochwertig, was da drin ist. Ja, es sind ganz hochwertige Proteine. Hochwertiges Eiweiß, hoher Anteil an Molkenproteinen, das biologisch hochwertigste Protein, was wir kennen. Da sind alle Vitalstoffe drin, die man braucht und zusätzliche leberentgiftende und leberentfettende Substanzen. Ja, nicht nur der Shaker und die Lebensmittel sind drin, ja auch ganz viel Informationen und ja, am wichtigsten ist natürlich die Pyramide, die ist hier nochmal auf der Rückseite, drehen Sie mal bitte um. Ja, das wird geleert bei euch, das heißt reichlich Gemüse und Eiweiß, damit der, ich sag mal, Magen so richtig voll wird mit richtig tollen Lebensmitteln, oder? Sehr richtig. Hunger und Sättigung entstehen in unserem Magen hauptsächlich und erst wenn der Magen gut gefüllt ist mit eben Dingen, die den Magen auch gut füllen und dabei wenig Kalorien haben, nennt man niedrige Energiedichte, dann werden wir erst satt und wir müssen erst satt werden. Kein Mensch kann Hunger länger aushalten. Wenn du das mal kurz drehst, dann sieht man es sehr gut, denn das Ganze beginnt nämlich in der Leberfastenphase mit 3 täglichen Shakes, die machen richtig satt, muss man sagen. Ja, das ist der Eiweißgehalt und das Volumen auch wieder, das satt macht. Und dann natürlich noch Salat, Gemüse, Rohkost und Pilze, die sehr wasserhaltig sind, viel Volumen haben und uns sehr gut sättigen. Ja, man kann jeden Dienstag kommen, 18 Uhr einfach reinschneiden. Wenn ich mich nur mal so dazusetzen möchte, ist wahrscheinlich das erste Mal auch, gibt es da irgendwelche Kosten beim ersten Mal? Nein, das darf man immer reinschnuppern bei uns und die Kurskosten, wenn man dann den Kurs nimmt. Einfach ansprechen dann. Einfach ansprechen und das ist gut machbar. So, in vielen Fällen wird das von jemand übernommen, nämlich der guten Krankenkasse. Das heißt, man macht dort einen Antrag, man kann den einreichen und dann werden die Beratungskosten werden übernommen. Ja, Bodymed Ernährungskonzept wird über § 20 der Präventionsparagraf übernommen. So ist es.
ist ja. Wo ist denn deine Praxis nochmal? Für alle, die das jetzt vielleicht jetzt erst einschalten, in welchem Ort? Das ist der Ort Jöhlingen in der Gemeinde Walsbachtal im Kreis, Landkreis Karlsruhe. Ja, und du bist mitten in der Hauptstraße. Der Name der Straße? Die Jöhlinger Straße und die Nummer ist 102 im Haus der Gesundheit. Ja, im Haus der Gesundheit, 102. Ja, Sie haben es gehört, jeden Dienstag einfach reinschneiden. Wer sich unsicher ist, kann auch gerne vorher anrufen. Ist das denn jetzt vielleicht zufällig gerade der Tag, wo die Familie Nees denn doch Urlaub macht? Ja, mit allen drum und dran, am besten vorher anrufen. Ansonsten auf die Webseite gucken, da stehen alle Termine drauf. Ich habe eine große Webseite, die blenden wir jetzt auch ein. Ja, ihr habt hunderte von Patienten bereits behandelt nach dem Verfahren. Sehr, sehr viele haben sehr gut abgenommen. Ja, eine Frage an dich, du würdest es nochmal machen? Ja. Jederzeit. Ja, du hast auch schon im fünften Jahr, machst es immer wieder. Und bei dir, das war schon so ein kleines Wunder. Du hast schon kaum mehr geglaubt, dass es was gibt, was dir hilft, oder? Das ist richtig. Ich hatte mich selbst eigentlich fast schon aufgegeben. Ja, ehrlich. Also es war wirklich so. Du warst ja im Schnaufen. Ja, ich war fertig. Ich war einfach fertig. Und jetzt bin ich wieder fit. Ja, und ich werde noch viel fitter werden. Ja. Ich lasse das mal so stehen. Dankeschön. Tschüss.